Ja, jetzt kommen wir strammen Marsches auf den Innovationswettbewerb zu und der wird ja dieses Jahr bereits zum 10. Mal verliehen. Und ich spare mir jetzt erstmal die großen Worte dazu, denn wir haben hierzu als Einleitung und Intro ein Video, in dem nochmal kurz zusammengefasst wird, worum es eigentlich geht. Film ab, bitte. Seit 2013 veranstaltet das Karlsruher Institut für Technologie den Innovationswettbewerb in zwei Kategorien, dem Ideenpreis und dem Transferpreis. Und das KIT war damit eigentlich Pionier in der Hochschullandschaft und auch innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft. Und diesem Jahr, 2022, jährt sich quasi der Innovationspreis zum 10. Mal. Mit dem Ideenpreis zeichnen wir Ideen mit hohem Innovationspotenzial und Potenzial für die Umsetzung in Wirtschaft und Gesellschaft aus. Mit dem Transferpreis zeichnen wir die Projekte aus, die zur erfolgreichen Kooperation mit Unternehmen geführt haben. Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle auch schon mal an die Jury und natürlich auch alle Sponsoren und Unterstützer. Und wir freuen uns sehr, dass das Laudatio zum diesjährigen Ideenwettbewerb von Anne Frank gehalten wird. Sie ist stellvertretende Generalsekretärin und Mitglied der Geschäftsführung im Stifterverband, eine ganz wichtige Institution, um Bildung, Wissenschaft und Innovation auch voranzutreiben und eben auch sehr eng mit dem KIT verbunden. Sie verantwortet die programmatische Ausrichtung des Stifterverbandes in den Handlungsfeldern Bildung, Wissenschaft und Innovation, ist außerdem auch Mitglied im Hochschulrat der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und Gutachterin in verschiedenen Programmen auf Bundes- und Landesebene. Und es ist großartig, dass Sie heute hier sind und das Laudatio halten werden. Ein Applaus bitte für Anne Frank. Danke. Vielen Dank für die nette Einführung. Anne Frank ist berühmt, mein Name ist Andrea Frank und wir sind nicht verwandt, nur dass es keine Verwechslung gibt, aber wir werden öfter verwechselt. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, es fühlt sich noch nicht so ganz an wie Präsenz, eher wie Hybrid, aber ich freue mich sehr, heute hier sein zu können und ein bisschen einzuleiten, die Verleihung für den Innovationswettbewerb mit ein paar Gedanken zu der Frage, wie es gelingt, eine starke Transfer- und Innovationskultur an Hochschulen oder auch am KIT auf den Weg zu bringen. Und ich würde gerne auch anknüpfen an das, was wir eben gehört haben, nochmal den Blick etwas weiten und schauen, was ist denn los so in der Welt. Und ich glaube, die Begrifflichkeit Zeitenwende beschreibt eigentlich ganz gut, wo wir uns aktuell befinden, nämlich in einer Situation, wo vieles in Frage gestellt wird, wo wir im dritten Jahr der Pandemie immer noch damit hadern, wo wir geo- und sicherheitspolitische Veränderungen haben, die vor 4 Monaten noch gar nicht denkbar gewesen wären. Das heißt, wir betreten, glaube ich, wirtschaftlich, wissenschaftlich, gesellschaftlich Neuland und mir gefällt ehrlich gesagt der Begriff sehr, sehr gut, den Sie gewählt haben für Ihren Innovationstag und für Ihr Innovationsfeld. Für den Stifterverband spielt die Wissenschaft eine ganz entscheidende Rolle bei der Frage, wie gelingt es uns, Transformation der Gesellschaft, also hin zu einer klimaneutralen, nachhaltigen Gesellschaft zu gestalten, und zwar wirtschaftlich erfolgreich, wir haben eben die Herausforderung gehört, aber auch sozial ausgewogen und schließlich auch, technologisch souverän in der aktuellen Situation. Und ich glaube, die Universität als Ort, wo Wissen entsteht, als Ort, wo Menschen ausgebildet werden, die sozusagen die Zukunft unserer Gesellschaft auch gestalten werden mittelfristig, hat hier, glaube ich, eine besondere Verantwortung, gesellschaftliche Impulse für technologische und gesellschaftliche Innovation zu setzen. Gegründet von Unternehmen, Sie haben es eben gesagt, mit dem Ziel, Wissenschaft zu fördern, ist die Frage der Kollaboration von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und mein persönlicher Blick ist sehr stark davon geprägt,
dass ich in mehr als 50 Universitäten die Frage diskutiert habe, was braucht es eigentlich, um eine starke Transfer- und Innovationskultur auf den Weg zu bringen? Was braucht es strategisch? Was braucht es in den Rahmenbedingungen? Was braucht es bei den Menschen, die eine Universität ausmachen? Und aus diesen Erfahrungen würde ich gerne drei Gedanken teilen und auch ein bisschen Rückbezug herstellen aufs KIT. Der erste Gedanke wäre, es braucht ein klares Profil und strategische Schwerpunkte. Es gibt Transfer und Innovation auf vielen Ebenen einer Universität, dezentral, das sozusagen geht ein auf die Vorlieben der Professorinnen und Professoren, auf ihre Netzwerke, die sie mitbringen aus der Praxis, auf ihre Stärken, die sie haben. Aber gleichzeitig braucht es auch strategische Schwerpunkte, die dann Prioritäten setzen. Und ich finde, am KIT werden drei auf alle Fälle wahrnehmbar von außen. Das sind die strategischen Partnerschaften, das sind der Wunsch, die Gründungen zu stärken und das ist der Transfer in die Gesellschaft. Ich würde gerne ergänzen, in und mit der Gesellschaft. Und ich finde es besonders authentisch, weil es aus meiner Sicht auch von außen deutlich wird. Wir haben schon die strategischen Partner gehört. BASF gehört dazu oder Zeiss, IBM, der nachher noch dabei ist. Wir haben gehört, dass, oder ich habe mitbekommen, dass das KIT sehr erfolgreich ist beim Thema Gründungsförderung in verschiedenen Rankings. Und wir sehen durch den neuen Triangle Open Space, dass auch das Anliegen, mit der Gesellschaft in den Austausch zu gehen, ein wichtiges ist am KIT. Also diese strategischen Schwerpunkte aus meiner Sicht sind eine wichtige Voraussetzung, um auch als Treiber von Veränderungen in der Gesellschaft wirksam werden zu können. Der zweite Gedanke betrifft die institutionellen Rahmenbedingungen, die so sein müssen, dass sie ermöglichen und nicht verhindern, die Services für Forschende und NachwuchswissenschaftlerInnen anbieten, die Lust darauf machen, die befähigen, sozusagen mit Partnern aus der Praxis zusammenzuarbeiten. Und auch hier, die sozusagen eine Eingangstür öffnen für Partner, die noch nicht so vertraut sind mit der Universität, die diese Schnittstelle auch in der Kollaboration bearbeiten, pflegen. Und ich glaube, auch hier ist das KIT durchaus ein First Mover mit der Art und Weise, wie es Services an der Schnittstelle zur Praxis zusammendenkt. Aber ich glaube, gute Rahmenbedingungen und strategische Schwerpunkte machen noch keine lebendige Gründungs- bzw. Transfer- und Innovationskultur. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt, nämlich zu der Frage, wie erreicht eigentlich eine Institution eine Kultur der Wertschätzung und ein Mindset, das sozusagen Innovation und Transfer in die Gesellschaft, in die Wirtschaft befördert. Denn ohne motivierende Forschende, die Lust haben, ihr Wissen zu teilen, die Lust haben, gesellschaftliche, technologische Innovation zu gestalten, die Lust haben, rauszugehen und sich auseinanderzusetzen mit den Bedarfen der Gesellschaft. Ich glaube, ohne Forschende, die darauf wirklich Lust haben, gelingt das nicht. Und so ist also die zentrale Frage, was braucht es für eine Kultur der Wertschätzung? Was braucht es, um Forschende zu motivieren, Dinge zu tun, die nicht einzahlen unbedingt auf ihre wissenschaftliche Reputation oder Dinge zu tun, die erstmal so wahrgenommen werden als on top von Forschung und Lehre? Ich glaube, das ist eine entscheidende Frage, die sich jede Hochschule auch stellen muss. Und ich weiß aus den Besuchen an den 50 Hochschulen, es gibt sehr, sehr ausgeklüngelte Anreizsysteme dafür, aber am Ende ist die Botschaft von vielen Forschenden auch immer die gleiche gewesen. Es ist eigentlich nicht das Geld, was uns also vor allem motiviert, sondern es ist Zeit, die wir geschenkt bekommen, oder es ist Wertschätzung und Sichtbarkeit. Und das bringt mich zu dem Innovationswettbewerb, der ein solches Element ist, der Sichtbarkeit und der Wertschätzung, der Forschende motiviert, ihre cleveren Ideen rauszubringen, der spielerische Element eines Wettbewerbs verbindet, auch mit der Wertschätzung eines Preises, der die Menschen, die jetzt gleich ausgezeichnet werden, feiert auf einer großen Bühne hier heute und die damit auch hoffentlich Vorbilder werden, inspirierend werden für ihre Kolleginnen und Kollegen und diese Idee, dieses Mindset in die Institution tragen, dass Transfer und Innovation wichtig ist, dass Transfer und Innovation beiträgt zu der Lösung von Herausforderungen in Gesellschaft und in Wirtschaft. Und insofern freue ich mich auf die Preisträgerin. Möge dieser Preis und die Auszeichnung heute in den verschiedenen Kategorien Sie motivieren und möge die Kolleginnen und Kollegen dieser Preis inspirieren. Herzlichen Dank. Danke.
Herzlichen Dank, Andrea Frank, nochmal Entschuldigung. Manchmal sollte man der KI in der Rechtschreibkorrektur nicht vertrauen. Ja, das ist definitiv mein Fehler gewesen. Herr Professor Hüldt, ich bitte Sie zu mir, denn jetzt geht's los mit unserem Wettbewerb. Die Auswahl erfolgt ja immer durch eine externe Jury mit Vertretern aus Industrie. Ganz bewusst haben Sie das so gewählt, weil es geht eben auch darum, die Anwendersicht zu integrieren. Ja, es geht ja darum, dass wir auch den Blick von außen natürlich auf unsere Ideen, auf unsere Transferprojekte werfen. Und ich glaube, es ist ganz gut, die Jury ist ja immer mit sehr verschiedenen Personen zusammen, die auch verschiedene größere, kleinere Unternehmen, aber auch Finanziers von Unternehmen mit einbeschließen. Und insofern glaube ich, ist das eine ganz gute Sache, dass wir einerseits natürlich gute Vorschläge haben, die aus der Wissenschaft kommen und die wir natürlich auch intern auswählen, vorsortieren, aber dass wir natürlich in der finale Entscheidung auf externen Sachverstand setzen. Ich glaube, das ist wichtig, das hat sich über 10 Jahre auch bewährt und so soll es eigentlich auch bleiben. Es ist ja so, dass wir zwei Kategorien differenzieren beim Innovationswettbewerb, einmal den Transferwettbewerb und einmal den Ideenwettbewerb. Wir werden mit dem Transferwettbewerb beginnen. Was hat es da ganz konkret in dieser Kategorie damit auf sich, dass Sie differenzieren? Also wir haben bewusst diese beiden Preiskategorien ausgewählt, um einerseits natürlich zeigen, die Dinge, die noch weiter weg sind mit dem Ideenpreis, aber die ein Potenzial haben für eine industrielle Umsetzung. Und beim Transferpreis ist es wirklich so, dass wir wirklich die Dinge auszeichnen, die sich wirklich in die industrielle Umsetzung so weit fortgeschritten sind, dass wir darüber beispielsweise auch größere Verträge, Lizenzverträge und so weiter abschließen können, dass auch wieder was ins KIT zurückkommt. Denn am Ende des Tages ist ja so, wir investieren ja auch viel in diese Transferprojekte. Am Ende muss es ja wieder zurückkommen, dass wir die nächste Generation der Transferprojekte auch damit finanzieren kann. Ja. Und es ist ja ein Anreizsystem. Und Frau Frank hat ja gerade so schön gesagt, das ist wichtig. Man muss natürlich auch Anreize schaffen. Man muss aber auch da auf der anderen Seite natürlich auch Wertschätzung entgegenbringen. Ich glaube, vor so einem großen Publikum wie heute, jetzt natürlich überwiegend natürlich im Chat, ist das natürlich eine gute Gelegenheit, das nochmal darzustellen nach außen. Und am Ende ist es natürlich auch unser Beitrag des KIT, was wir der Wirtschaft und der Gesellschaft wieder zurückgeben. Ich glaube, das wird immer wichtiger und an dem werden Hochschulen und Forschungseinrichtungen auch zunehmend viel mehr gemessen. Die Preisgelder selbst werden von den Unternehmen zur Verfügung gestellt, Sponsoring und Spende, und sie werden auch von den UnternehmensvertreterInnen überreicht. Und jedes Gewinnerprojekt, das werden wir heute auch in einem kurzen Video vorstellen, ungefähr so eine Minute lang, währenddessen wir die Preise übergeben und auch Hände schütteln und gratulieren. Und wir beginnen heute natürlich wieder von hinten mit dem dritten Platz, der gesponsert ist von der BW Bank und dem Vertreter der bei uns ist Axel Weisheit, Direktor Unternehmenskunden, den ich an dieser Stelle schon einmal zu mir bitte. Das Preisgeld beträgt 500 Euro und gibt das zusammen mit einer Urkunde. Erstmal einen Applaus an Axel Weisheit und unseren Partner der BW Bank, die uns hier unterstützt. Ja, und die Gewinner sind, und der Preis geht an den dritten Platz, Aerobuster 2, ein Konzept zur Sterilisierung aerosolhaltiger Luft mit einem Applaus für Dr. Thomas Blank, Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik, Professor Dr. Horst Hahn, Institut für Nanotechnik. Der Schutz von Personen in Innenräuten ist mit Beginn der Corona-Pandemie in den Fokus der Gesellschaft gerückt. Um die Infektionsübertragung in Innenräumen zu verringern, haben Wissenschaftler vom KIT den Aerobuster entwickelt. Gratulation zum Preis. Das neue Luftreinigungsgerät desinfiziert die durchströmende Luft. Genau, es gibt mehrere Urkunden. Einmal ist das Unternehmen. Einmal das Unternehmen und einmal für das Institut. Der Schutz von Personen in Innenräumen ist mit Beginn der Corona-Pandemie in den Fokus der Gesellschaft gerückt. Um die Infektionsübertragung in Innenräumen zu verringern, haben Wissenschaftler vom KIT den Aerobuster entwickelt. Das neue Luftreinigungsgerät desinfiziert die durchströmende Luft ohne mechanischen Filter durch UVC-Licht.
Dadurch werden Viren inaktiviert. Gemeinsam mit der Firma Alsner wurden Prototypen getestet. Das Unternehmen startet aktuell in eine Serienfertigung. Prima, das war das Video. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön an Sie. Danke an Axel Weisheit. Gratulation an das Team von Aerobuster 2. Der zweite Preis ist gesponsert von der ABB AG und als Vertreter bei uns ist Dr. Jan-Henning Fabian, Head of Research Center Germany, ABB AG. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke auch für die Unterstützung. Und das Gewinnerprojekt ist, mit Gratulation, ein modularer Molekularprinter für die Industrie und Forschung mit Professor Dr. Horst Hahn, Dr. Dr. Michael Hirz, beide vom Institut für Nanotechnologie, außerdem des Partnerunternehmens Enable GmbH, Dr. Silvia Sikula-Neuner und Dr. Uwe Burg. Auch hier einen herzlichen Applaus und auch das Video jetzt nochmal, das ganz kurz die Idee hier vorstellt und das Projekt. Gratulation zum zweiten Transferpreis. Sehr gut. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja. In der Diagnostik und Materialforschung werden zunehmend Systeme zur Erzeugung komplexer Oberflächenmuster für Labs on a Chip benötigt. Forschende des KIT haben einen Drucker zur besonders flexiblen Erzeugung von moleküldünnen Mikro- und Nanostrukturen entwickelt. Dieser Molecular Desktop Printer ermöglicht eine schnelle, automatisierte und multifunktionale Abscheidung von bioaktiven Tinten auf verschiedenen Oberflächen. Ein Teil des Teams hat sich mit der Firma Enable ausgegründet und peilt nun einen internationalen Markt an. Vielen Dank an Sie. Herzlichen Glückwunsch. Besten Dank auch an die ABB AG, Herrn Dr. Fabian, für die Preisüberreichung. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Transferpreis. In der Kategorie Transferwettbewerb mit einem Preisgeld von 3.000 Euro, vertreten und gesponsert auch von der Robert Bosch GmbH durch Dr. Alexander Klonczynski. Er ist Vice President Manufacturing Fuel Cell Mobility Solutions und herzlich willkommen. Der Gewinner ist das Transferprojekt. Elektrisch leitfähige Klebstoffe für gedruckte Elektronik und Solarzellenverbindung mit Katrin Dürr, Professor Dr. Norbert Willenbacher, beide vom Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik und dem Partnerunternehmen Simon Maladin von Technical Partnership and External Growth Director Protavik International. Herzlichen Glückwunsch und auch einen Applaus hier an die Gewinner. Die Produktion kostengünstiger, ressourcenschonender Solarmodule ist eine der zentralen technischen Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts. Das KIT-Team und das Unternehmen Protavik entwickeln leitfähige Klebstoffe für mikroelektronische Bauelemente. Diese Superkleber kommen mit weniger metallischen Partikeln aus und sollen insbesondere bei der Herstellung von Photovoltaikmodulen eingesetzt werden. Wissenschaftler und Unternehmen arbeiten gemeinsam auf die Markteinführung hin. Ja, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei der Markteinführung. 3.000 Euro von der Robert Bosch GmbH für dieses Projekt. Dankeschön. Viel Erfolg. Wo ihr wollt. Sie dürfen rechts, links, runter, wo immer Sie möchten. Eine Seite entscheiden. Ja, das war schon der Transferpreis und jetzt kommen wir zum Ideenpreis. Und hier stellt sich nochmal konkret die Frage, wie unterscheidet sich das nochmal ganz genau? Worum geht es jetzt beim Ideenpreis? Was ist hier anders? Beim Ideenpreis geht es darum, dass wir die Projekte auswählen, die Kooperationen innerhalb des KIT, sind ja oft auch mehrere Institute beteiligt, weil ja oft die Innovationen an den Schnittstellen der Disziplinen stattfinden.
Ideen, die ein hohes Potenzial für eine industrielle Umsetzung haben. Hier kommen natürlich sehr, sehr viele Vorschläge aus der Wissenschaft und die werden natürlich von der Jury genau bewertet, wie eben im mittelfristigen Umsetzungspotenzial in irgendeiner industriellen Anwendung als Prozess, als Produkt oder als Dienstleistung möglich ist. Und die werden dann heute prämiert. Und hier kommt jetzt auch das Ergebnis, auch wieder beginnen mit Platz 3. Hier bitte ich nochmal als Vertreter der BW Bank Axel Weisheit zu uns, der den Preis übergeben wird. Das Preisgeld beträgt dieses Mal 500 Euro und auch hier gibt es wieder eine Urkunde und diese Urkunde und das Preisgeld erhält die folgende Idee. Biohealing, selbstheilende Brennstoffzelle mit Patricia Gartner vom Institut für Produktionstechnik, Dr. Jens Rudert vom Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Technische Biologie, Maren Stahlberger vom Institut für Organische Chemie, Dimitri Schmidt vom Institut für Mikrostrukturtechnik und Nadine Zimmerer, herzlichen The Firm Glückwunsch. Technology. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch hier. Wasserstoff gewinnt als Alternativkraftstoff wachsende Bedeutung in der Mobilität der Zukunft. Die dabei eingesetzten Brennstoffzellen sind jedoch anfällig für Defekte. Diese Pinholes sind bislang irreparabel. Ein interdisziplinäres Forschendenteam hat ein innovatives, biohybrides Konzept entwickelt, mit dem sich die Brennstoffzelle zwischen zwei Betriebsfahrten selbst heilt. Dazu wurde eine biochemische Methode entwickelt, bei der enzymatisch ein Füllstoff hergestellt wird, der die Pinholes abdichtet. Das Team möchte einen Prototypen entwickeln und die Marktfähigkeit erreichen. Herzlichen Dank. Weiterhin viel Erfolg mit dieser Idee. Vielen Dank auch an die BW Bank mit Axel Weisheit nochmal für die Unterstützung. Dankeschön. Ja. Ja, hier waren jetzt die Frauen in der Überzahl, sehr schön. Platz 2 des Ideenwettbewerbs wird wieder überreicht von Dr. Jan Henning Faber der ABB AG. Hier geht es jetzt um 1000 Euro und diese gehen, Dankeschön, an die folgenden Gewinnerinnen und Gewinner der Idee. Grünes Methanol und Biomethan aus Biogas, Wasser und erneuerbarer Energie durch den Hybridprozess entwickelt am IMVT. Und die Gewinnerinnen und Gewinner sind Professor Dr. Roland Dittmeier, Dr. Francisco Vidal-Vasquez, beide vom Institut für Mikroverfahrenstechnik. Einen herzlichen Applaus bitte. Herzlichen Glückwunsch. Derzeit sind grüne Kraftstoffe und Chemikalien um ein Vielfaches teurer als fossile Alternativen und daher ökonomisch nicht attraktiv. Dieser Herausforderung stellt sich die geplante Ausgründung ICODOS mit einer innovativen Lösung. Die Kombination von CO2-Abscheidung und Methanolsynthese zielt auf die Verwirklichung einer zirkulären Bioökonomie. In dem zum Patent angemeldeten Verfahren werden die beiden Prozesse zu einem Hybridprozess vereint. Das Team möchte gründen und die Technologie skalieren. Herzlichen Dank. Nochmal ein Applaus an die Gewinner. Vielen Dank auch an die ABB AG für die Unterstützung. Dankeschön. Danke. Ja, jetzt kommen wir schon zu den Gewinnern des ersten Preises. Gefördert von der KIT Innovation GmbH mit dem Geschäftsführer Peter Hottum, den ich schon mal zu mir bitte, und einem Preisgeld von 3000 Euro. Und die Gewinneridee ist Fast Cars Revolution der Formbildung im Feinguss. Und die Ideengeber dahinter sind David Menne, Wolf Wedel, Dr. Moritz Weiß und Professor Dr. Norbert Willenbacher, alle vier vom Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik, wenn ich richtig informiert bin. Ein Applaus bitte. Räumt ab.
Die Feingießereiindustrie verbraucht jährlich Millionen von keramischen Einmalformen bei der Produktion von metallischen Bauteilen. Die Idee von Fastcast Ceramics ermöglicht eine Vereinfachung und Beschleunigung der Herstellung von diesen keramischen Feingussschalen. Ihre Technologie ermöglicht die rissfreie Trocknung von dicken Schichten. Dadurch kann die erforderliche Schalendicke in weniger Schritten erzeugt werden. Der bisher benötigte Prozessschritt des Besandens der einzelnen Schichten ist nicht mehr zwingend notwendig. So kann die Herstellungszeit für eine Gießform von bisher 10 Tagen auf 1 bis 2 Tage reduziert werden. Das Team möchte in einigen Jahren den größten Teil des deutschen Marktes bedienen. Prima, ein Applaus nochmal. Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 3.000 Euro und noch eine Trophäe gab's. Und normalerweise wäre der Ideenwettbewerb an dieser Stelle jetzt schon zu Ende. Aber nicht so dieses Jahr, weil es gibt einen Sonderpreis aufgrund des Jubiläums. Warum? Genau. Ja, wir haben gedacht, jetzt haben wir 10 Jahre Transferpreis am KIT oder Innovationspreis und das muss man irgendwie Gebühren feiern. Und wir haben gesagt, wir schauen uns mal die Ideen der letzten 9 Jahre an. Was ist da Tolles gewesen? Und wir haben einen Preis identifiziert, der aus meiner Sicht eigentlich typisch ist für das, was da passiert und vor allem, was das Besondere ist, die wir jetzt gleich auszeichnen, die haben 2015 den Ideenpreis gehabt und das Jahr drauf den Transferpreis. Ja. Das zeigt eigentlich die kontinuierliche Entwicklung und das finde ich sehr schön. Mhm. Und es ist auch eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, die sehr, sehr langjährig ist und deswegen glaube ich, ist das typisch auch für das, was wir eigentlich verfolgt haben mit dem Preis. Mhm. Und es waren auch andere tolle Sachen dabei, aber ich glaube, das ragt in der Gruppe der Preisträger der letzten 9 Jahre besonders hervor. Und das, glaube ich, ist dann auch die Idee gewesen, das heute auszuzeichnen. Ja. Und für uns ist halt schön, wenn wir sehen können, dass aus den Ideen, die mit Preisen mal ausgezeichnet werden, wirklich tolle Dinge geworden sind, dass es industriell umgesetzt wurde. Das ist für uns eigentlich die Bestätigung, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Und deswegen freut mich es natürlich, dass wir heute auch diesen Preis dann als Sonderpreis heute vergeben dürfen. Und dieser Sonderpreis wird mit 1.000 Euro übergeben von Dr. Jan-Henning Faber nochmal von der BAG. Genau, oft aufstehen, oft hierher kommen. Herzlichen Dank nochmal. Kommen Sie gerne nochmal zu uns. Und der Sonderpreis geht an das Projekt Reduktion von Pharmaka in der Tierzucht. Und die Gewinner sind Professor Dr. Jürgen Brandner, Manfred Knaut vom Institut für Mikroverfahrenstechnik beide und außerdem Bruno Stengel, Advisor von Europe Cargill Starches Sweeteners and Texturizers Europe. Herzlichen Glückwunsch. Also Sie sind nur zu zweit. Ich gehe mal auf die Seite. Ein Applaus. Für die Nutzung von Antibiotika wurde die Futtermittelindustrie in der Vergangenheit häufig kritisiert, denn die Medikamente werden durch den Verzehr des Fleisches an Menschen weitergegeben und erzeugen eine gefährliche Resistenz. Das KIT setzt gemeinsam mit dem Unternehmen Cargill auf den Einsatz von Polymanose anstelle von Antibiotika in der Tierzucht. Gemeinsam wurde ein auf mikroverfahrenstechnischen Komponenten basierendes Verfahren zur Herstellung von Polymanose entwickelt. Die Entwicklung einer Resistenz gegenüber Polymanose ist, anders als bei Antibiotika, nicht möglich. Das liegt daran, dass Bakterien durch die Polymanose an Zellwänden im Körper nicht andocken können. Die Herstellung von Manose und Polymanose mithilfe klassischer verfahrenstechnischer Ansätze ist schwierig, energieintensiv und kostspielig. Der entwickelte mikroverfahrenstechnische Ansatz erzielt eine deutlich höhere Ausbeute bei geringerem Energieeinsatz im Vergleich zu bisherigen Verfahren. Das Projekt wurde zur Marktreife fortentwickelt und eine erste Produktionsanlage wird aktuell gebaut. Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Einen Applaus. Großartig dran geblieben, weiterentwickelt, Transfer gelungen. Fantastisch. Der Sonderpreis dieses Jahr. Dankeschön an Ihnen. Danke auch an Sie und an ABB AG für die Unterstützung.
Ja, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank auf jeden Fall an alle WettbewerbsteilnehmerInnen und Teilnehmer, die ich jetzt gleich auch nochmal hier zu uns bitte. Natürlich auch an die Sponsoren und VertreterInnen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal. Wir wünschen auch weiterhin viel Erfolg und Umsetzung. Und wer weiß, beim nächsten Jubiläum, vielleicht steht ja das eine oder andere dann hier vorne, gewinnt den Sonderpreis.